Ich habe ihn jetzt schon ein paar Mal gesehen, aber es ist das erste Mal, dass ich ihn so nahe erlebe. Und, er ist unser geistliches Oberhaupt und es ist etwas ganz Spezielles. Er gibt uns Ruhe, Kraft und Hoffnung. Ich bin Tsering Mani. Ich bin eine Tibeterin und in der Schweiz geboren und aufgewachsen. Ich bin heute eingeladen als Ehrengast zur 50-jährigen Jubiläumsfeier vom Tibet-Institut in Rikon. Zu dieser Ehre komme ich, weil ich Vizepräsidentin der tibetischen Frauenorganisation in der Schweiz bin. Der Kloster in Rikon ist sehr wichtig für mich, für alle Tibeter. Es ist nicht nur einfach ein Kloster, es ist auch ein Ort zur Kulturaufbewahrung. Es finden verschiedene Schulungen statt, auch für Kinder und andere Kurse, auch für Erwachsene. Bei jeder Gebetszeremonie gehört zuerst natürlich Desi dazu. Desi, das ist ein Süßreis. Das wird immer am Anfang serviert mit Buttertee. Ich arbeite im Finance, in der Versicherung. Aber nebenan ist es mir natürlich sehr wichtig, mich für die Sache Tibet einzusetzen. Sei es jetzt als Vizepräsidentin im Tibetischen Frauenverein oder auch bei Shenpen. Shenpen ist eine Anlaufstelle von Tibeter für Tibeter. Da tun wir für tibetische Flüchtlinge Briefe übersetzen, verfassen, allgemein administrative Arbeiten. Wir machen das unentgeltlich. Schließlich wären wir auch froh, wenn wir in ein Land kommen, wo wir die Sprache nicht verstehen und uns dann geholfen wird von den eigenen Landsleuten. Eigentlich lebe ich in zwei Welten. Ich habe den Schweizer Pass und rede Schweizerdeutsch. Ich bin hier in der Schule und arbeite hier. Und gleichzeitig bin ich auch Tibeterin. Ich bin eine Tibeterin im Exil. In vielen tibetischen Haushältern ist auch ein Zimmer das Gebetszimmer. So haben das auch wir. Der Altar und viele andere Sachen hat bei uns jetzt der Grossvater selber gemacht. Es ist jetzt nicht so, dass ich jeden Tag bete, wie zum Beispiel meine Großeltern. Aber für mich ist Buddhismus ein sehr wichtiger Teil in meinem Leben. Ich lebe mit meinen Großeltern zusammen. Sie sind damals in den 60er Jahren in die Schweiz gekommen und als Arbeiter eingesetzt worden in der Spinnerei in Lintel. Und durch das haben sie natürlich auch keine Zeit gehabt, um die Sprache richtig zu lernen. Meine Grossi kocht fast immer tibetisch, seit sie in der Schweiz ist, also seit 55 Jahren jetzt. Beide Großeltern sind 1959 aus dem Tibet geflüchtet, weil sie verfolgt worden sind. Er hofft, dass auch Förderhin Tibeter zur Schulung und Ausbildung in unser Land kommen werden. Umso mehr, als nun im stillen, beschaulichen Kösthalle in Rikon ein Zentrum zur Erhaltung und zum Studium der tibetischen Kultur gebaut wird. Für meine Großeltern ist das Kloster in Rikon auch ein sehr wichtiger Ort. Ein Ort, um immer wieder anzukommen, andere Tibeter und Tibeterinnen zu treffen, wichtige Zeremonien, wie zum Beispiel die Geburtstagsfeier von seiner Heiligkeit zu feiern und einfach ein Stück Heimat zu fühlen.